Äthiopien gibt es ungefähr einen Optiker auf 700.000 Einwohner. Das heißt, Kinder und auch die Erwachsenen natürlich haben kaum die Möglichkeit, die geeignete Sehhilfe zu bekommen. So schaut eine Sehtafel aus, die wir in Äthiopien verwenden, um bei Kindern ihre Sehleistung zu bestimmen. Unser Ziel ist es, dass wir im Endeffekt an 45.000 oder bei 45.000 Schülerinnen und Schülern einen Sehtest machen und die Kinder mit der notwendigen Sehhilfe ausstatten. Bei der Arbeit vor Ort ist es uns einfach aufgefallen, dass Kinder, die eine Sehschwäche haben, gar keine Möglichkeit haben, einen Schulabschluss zu schaffen und in eine höhere Klasse irgendwie aufzusteigen. Also so aus diesen Gründen ist es mir wirklich ein Herzensanliegen, dass wir dieses Projekt in Äthiopien auch weiterführen können. Ganz eine besonders nette Geschichte war, wir waren in einem Waisenhaus. Jonathan war da, ein 11-jähriger Bursche, hat minus 10 und minus 11 Dioptrien auf den Augen gehabt. Und wie wir dem Jonathan die Brille aufgesetzt haben, ist er wirklich zuerst einmal sitzen geblieben und hat eine halbe Stunde nur geschaut, was er jetzt plötzlich alles sieht. Und drei Monate später, wie wir wieder in Äthiopien waren und in dasselbe Projekt nochmal gegangen sind, ist der Jonathan wirklich auf uns zugelaufen gekommen. Er hat sich wahnsinnig gefreut, dass er uns sieht. Er hat dann auch eine Reservebrille gekriegt und es war einfach ganz toll zu sehen und auch von den Betreuern zu hören, wie sich der Jonathan gewandelt hat. Also aus einem schüchternen Burschen, der eigentlich immer noch da gesessen ist und nichts gemacht hat, weil er nichts gesehen hat, ist ganz ein aufgeweckter junger Bub geworden und das war einfach ganz toll zu sehen. Unser Ziel ist es, dass wir 45.000 Schülerinnen und Schüler an unseren Einrichtungen austesten und dass diese bei Bedarf auch ihre Sehhilfe bekommen. Wir haben in der Erfahrung gesehen, dass es oft sehr schwierig ist, aufgrund von sprachlichen Barrieren die Kinder auszutesten. Und mit einem Autorefraktometer, das ist also ein spezielles Gerät, bei dem wir die Sehleistung automatisch austesten können, haben wir in sehr kurzer Zeit wirklich ganz exakte Ergebnisse. Und darum würden wir uns einfach wünschen, dass wir bei unserem nächsten Aufenthalt in Äthiopien diesen Refraktometer mitnehmen können, um in kurzer Zeit möglichst viele Schülerinnen und Schüler austesten können. Die Kosten des Autorefraktometers betragen 5.700 Euro. Wir haben mittlerweile 2.000 Euro durch Sponsoren schon zusammen. Das heißt, wir würden jetzt noch 3.700 Euro benötigen und hoffen ganz fest, dass auch Sie uns oder dass du uns mit deiner Spende unterstützt.